zu unserer Technik. Es ist so, dass wir mit Schwingungstechnik arbeiten und wir haben in unserer Forschung herausgefunden und behaupten es auch, dass es keine Materie gibt, sondern nur schwingende Energie. Und das, was wir als Masse feststellen, ist verdichtete Energie. Und das CERN-Institut da in der Schweiz, wo die EU Milliarden reinsteckt, die haben bis jetzt noch kein Materieteilchen gefunden. Sie sagen zwar, sie sind immer dran, ja, dann haben sie wieder was gefunden, dann war es doch nicht. Die werden auch keins finden, weil es gibt in dem Fall, wie wir uns das vorstellen, keine Materie, sondern wir haben alles, was existiert, schwingt. Ja. Und wir arbeiten eigentlich mit schwingender Energie und Materie ist einfach verdichtete Energie. Und gestern war auch das Thema Information ist immer wieder gefallen und das möchte ich kurz nochmal erläutern. Wenn ich hier so eine Schwingung habe, dann ist so, in der Schwingung selber steckt die Information. Ja? Wir können das mit Sprache vergleichen. Wenn ich mit Ihnen spreche, dann übertrage ich über Schall Information. Wenn ich zum Beispiel telefoniere, übertrage ich den Schall über Mikrofon an ein Telefon, dann wird es elektrisch umgesetzt und dann am anderen Ende wird wieder das elektrische Signal in Schall umgesetzt. Das heißt, ich setze eigentlich nur eine Schwingung. Also der Schall, das, was ich spreche, ist auch eine Schwingung. Und wenn ich jetzt über Sprache etwas übertrage, eine Information übertrage, übertrage ich eine Schwingung. Das heißt, Schwingung ist das Gleiche für uns wie Information. Ja? Und wenn ich hier so eine Schwingung nehme, was sagt hier der Abstand in der Schwingung? Das ist die Frequenz und die Höhe, man nennt es Amplitude, das ist die Stärke der Energie. Ja? Das heißt, wenn ich Materie habe und sage, Materie setzt sich zusammen aus Energie und Schwingung, was die Information ist, dann kann ich Materie verändern, indem ich entweder hier die Höhe verändere oder indem ich die Schwingung verändere. Das heißt, wenn ich breiter oder schmäler werde. Ja? Und das ist eigentlich. Auf dem Gebiet arbeiten wir, ja? Weil wir sagen, es schwingt alles und eigentlich verändern wir Schwingungen und in der Natur kennt man das Prinzip der Resonanz. Sie haben sicher schon mal von Tesla gehört, der hat mit so einem kleinen Gerät, hätte er fast so einen Wolkenkratzer zum Einfallen gebracht, der hat dann mit zum Schwingen begonnen, ja? Das heißt, in der Natur wird über Schwingung übertragen und ein Übertragungsprinzip ist die sogenannte Resonanz. Ja, das wissen die Physiker, was das heißt. Das heißt, ich gehe in ein System rein und muss die Schwingung, die das System selbst hat, die Eigenschwingung, wenn ich die erwische, dann fängt das System zum Schwingen an. Ja. Und so haben wir auch hier im Treibstoff, der hat auch eine Frequenz, die zu gewissen Anregungen führt. Und was wir mit unserem Produkt machen, ist, dass wir freie Energie umwandeln in eine bestimmte Schwingung und diese Schwingung kann dann der Treibstoff aufnehmen. Ja. Konkret schaut es so aus, dass wir im Treibstoff Kohlenwasserstoffketten haben. Jeder Treibstoff hat Kohlenstoff drinnen und hat Wasserstoff drinnen. Und jeder Treibstoff verbrennt zu CO2, das ist als Treibhausgas bekannt. Und der Wasserstoff verbrennt zu Wasser. Das ist, wenn wir beim Auto schauen in der Früh, wenn es kalt ist, der weiße Dampf, der da rauskommt, das ist reines Wasserdampf. Im Sommer sehen wir den nicht, weil der so heiß ist. Ja. Aber die Treibstoffe sind immer Kohlenwasserstoffketten. Und was wir beim Benzin oder beim Diesel machen, ist, dass wir diese verbundenen Ketten mit Hilfe dieser Schwingung auftrennen. Ja, und dann wären das kurze Elemente und diese kurzen Elemente, das ist dann Gas. Ja. Und wir wissen, dass Gas besser verbrennt als Treibstoff. Ja. Und das ist im Wesentlichen, was wir machen von der Technik her. Und wir werden dann auch im Folgevortrag von Dr. Hindra sehen, wie das im Brennraum das Ganze aussieht und auch die Veränderung aussieht.
und auf dem System bauen wir auf. Wir können das dann auch feststellen über die Abgasmessung, dass die Abgase besser werden. Der Herr Beetz hat da mal berichtet, ne? Also das stellt auch jeder TÜV hinten fest, sofern der Motor in Ordnung ist, muss ich immer sagen. Wenn der Motor Defekte hat, das heißt, wenn er Öl verbrennt, wenn er Falschluft zieht, dann verbessern sich die Abgase nicht. Ja, ich mache mal Kunden, die sagen, ja, es hat sich nichts gerührt, sage ich, einen kaputten Motor repariert der Stift nicht. Ja, da muss man trennen. Das geht nur bei funktionierenden Motoren. Ja. Und da kann man das auch dann feststellen im Abgas, dass hier diese verbesserte Verbrennung stattgefunden hat. Ja. Das wollte ich jetzt nochmal zur Einleitung, weil die Fragen kommen, wie das funktioniert und einige das noch nicht gehört haben. Und dann möchte ich auch gleich überleiten zu dem Thema, was wir gestern gehabt haben, ganz kurz anreißen. Die Entwicklung von unserer Firma, was auch gleichbedeutend mit allgemeinen Entwicklung ist. Also wir haben hier, wie Sie sehen, in den Jahren Mitte 2007 haben wir begonnen und da sind wir so dahingedümpelt, sage ich mal. Und Jahr 2011 haben wir den Knick gehabt und jetzt haben wir ja das Jahr 2012, da passieren sehr viele Dinge, muss ich feststellen, ne? Und auch bei uns, ja. Also da schießt die Kurve nach oben. Und derzeit ist die Entwicklung so positiv, dass wir von organischem Wachstum her, um das alles zu administrieren, positiven Stress haben. Ja. Und das ist ein gutes Zeichen. Und was ich auch gestern gesagt habe, die Anfeindungen nehmen genauso zu wie die Umsatzentwicklung. Ja. Ja. Aber das gehört dazu und je mehr Gegenwind man hat, umso am richtigeren Weg ist man. So, ein ganz anderes Thema ist, was wir an den Tischen auch diskutiert haben, nämlich die Messtechnik. Beim PKW ist das Messen relativ einfach, sage ich mal. Wenn ich von der Arbeit in die Arbeit fahre, immer gleiche Strecken, dann kann ich relativ gut den Unterschied feststellen mit oder ohne Fuel Saver. Komplexer ist es im LKW- und Busbereich und speziell im LKW-Bereich, wo Güter transportiert werden. Und ich möchte Ihnen mal eine Übersicht geben, welche Einflüsse es auf den Verbrauch gibt. Ich bin kein Touchpad-Spezialist, man sieht es. So. Also Einflüsse auf den Verbrauch, beim PKW haben wir das auch, das Fahrverhalten, das kann 20%, bis zu 20% ausmachen. Der größte Brocken natürlich im Transportbereich ist die Ladung. Ja. Es ist ein Unterschied, ob der mit 2 Tonnen durch die Gegend fährt oder mit 40 Tonnen. Dann habe ich Wind, weil der LKW, das ist ja nicht das Aerodynamischste, was durch die Gegend fährt, kann man mit einem Ferrari nicht so vergleichen. Ne? Und zum Beispiel 40 km/h Seitenwind ist 20% mehr Verbrauch. Dann gibt es nur solche Faktoren wie die Geschwindigkeit. Also wir haben uns sagen lassen von einem ÖMDC-Fahrtrainer, dass zwischen 80 km/h und 85 km/h zwischen 10% und 15% Mehrverbrauch liegt. Ja, weil wir haben den Luftwiderstand ja zum Quadrat und wir haben ja so ein Ding, das ziemlich Luft verdrängen muss und ab gewisse Geschwindigkeiten spielt der Luftwiderstand immer größere Rolle. Wenn Sie auf der deutschen Autobahn mit 250 schon drüber gefegt sind, dann merken Sie auch schon ein bisschen Luftwiderstand beim Auto. Ja. Beim LKW fängt es früher an. Ja. Und darum ist das auch ein wichtiger Faktor bei den Vergleichen, ja, wo ich Äpfel mit Birnen dann vergleiche. Die eine fährt mit 70 km/h im LKW und der andere mit 90. Ja, das sind Weltenunterschiede, das kann man nicht vergleichen. Es ist auch beim Luftwiderstand, beim LKW sind so Kleinigkeiten, da gibt es ja on the shot das, hier den Keil, der das umlenkt. Wenn das verkehrt montiert ist, kann das schon 5% Unterschied ausmachen. Ja.
Dann haben wir festgestellt, Nebel 15% mehr Verbrauch. Also wir haben Testfahrten gemacht mit dem LKW und bei diesen Testfahrten haben wir festgestellt, der braucht auf einmal im Nebel 15% mehr. Ja. Es ist so, wenn hier Feuchtigkeit angesaugt wird, ja, wir funktionieren auch Filtersysteme nicht richtig, dann zerstört mir das die Verbrennung im Brennraum und dann habe ich mehr Verbrauch. Dann Faktoren, die oftmals nicht berücksichtigt werden beim LKW, das ist zum Beispiel Klimaanlage, ja, oder Standheizung. Sie sehen, es sind eine Menge von Einflussfaktoren und wenn man diese Faktoren nicht berücksichtigt, dann ist die Interpretation des Ergebnisses schwierig. Und darum versuchen wir von der Vertriebsseite, all diese Faktoren möglichst zu minimieren, indem wir sogenannte Vergleichstests fahren, wo wir diese Faktoren auf ein Minimum reduzieren. Und oftmals wird der Fehler gemacht bei Speditionen, man haut das Ding einfach rein und schaut, was im Durchschnitt passiert. Ja. Das funktioniert schon, ja. Wenn ich 5 Jahre messe und sich die ganzen Einflussfaktoren mitteln. Aber kurzfristig kann das sein, man hat ein gutes Ergebnis oder man hat ein schlechtes Ergebnis. Ja. Meistens ist es in der verkehrten Richtung, aber... Und das muss man auch den Kunden bewusst machen, ja, dass hier diese ganzen Einflussfaktoren gibt. Und deshalb, wenn ich kurzfristig das testen will, dann muss ich schauen, dass ich eine Testumgebung schaffe, die sehr vergleichbar ist. Und da wird uns der Dr. Hinderer heute noch was dazu erzählen. Und ansonsten brauche ich genügend viele Messwerte, dann werde ich auch eine Tendenz sehen. Oder ich muss diese Faktoren aufzeichnen. Also wir haben auch Kunden... Einer hat es wirklich exzessiv, ich bringe das Wort nicht raus, der hat es wirklich richtig gut gemacht. Der hat ein sogenanntes Fleetboard, wo verschiedene Parameter aufgezeichnet werden, die mittlere Tonnage, das Fahrverhalten vom Fahrer, ob er viel Gas gibt oder ob er langsam anfährt, ausrollen lässt. Da gibt es ein Benotungssystem. Dann werden die ganzen Start- und Stops registriert. Die Geschwindigkeit vom Fahrzeug wird registriert. Dann hat der Kunde noch Windgeschwindigkeit aufgezeichnet, ob es geregnet hat und die Außentemperatur. Und aufgrund dieser Aufzeichnungen, obwohl im Durchschnitt der gleich geblieben ist, haben wir gesehen, die Parameter haben sich verschlechtert, also war im Endeffekt eine Ersparnis da. Hätte man diese Aufzeichnungen nicht, ja, würde man sagen, der Verbrauch ist gleich geblieben. Ja. Und darum ist hier die Messtechnik, sagen wir, im Transportbereich ein sehr heikles Thema und man muss wirklich schauen draußen, dass man das reduziert auf wirklich vergleichbare Tests, wo man die Einflussfaktoren minimiert. Ein Thema, wo wir immer Diskussionen haben, ist auch die Montage. Und wir haben verschiedene Arten der Montage. Und ich gehe mal jetzt rein auf die Pkw-Montage ein, weil Lkw ist eigentlich einfacher als Pkw. Ja. Das sehe ich schön rein und das kann ich gut installieren im Tank. Also wir bevorzugen die Montage im Tank. Warum im Tank? Der direkte Kontakt mit dem Treibstoff ist der beste. Ja. Wir haben früher Leitungsmontage verwendet und bei der Leitung habe ich immer einen gewissen Abstand zum Treibstoff. Und je höher dieser Abstand ist, umso geringer ist die Wirkung. Sie kennen das sicher vom Magneten her. Wenn zwei Magnete zusammenkommen, ganz nah, ziehen sich die gut an und je weiter ich wegkomme, umso geringer wird die Kraft. Und so ähnlich kann ich das vergleichen. Und darum empfehlen wir eigentlich die Montage direkt im Medium. Und das ist beim Pkw nicht immer einfach. Wir müssen hier unterscheiden bis circa 2006 war das relativ einfach, da konnte man gut über die Tanköffnung reinkommen bis am Tankboden und so circa ab 2006 hat die EU eine Vorschrift gemacht, dass nochmal eine Sicherheitsklappe, ich glaube so 60 oder 50 Zentimeter nach dem Einlass kommt, wenn das Auto auf dem Kopf liegt, dass der Treibstoff nicht ausrennt. Ja. Und hier ist die Montage natürlich nicht mehr so einfach. Und es ist auch verboten aus Sicherheitsgründen, dass man hier diese Sicherheitsvorrichtung stört. Das heißt, wenn man jetzt mit dem Draht das Ganze einführen will, Gesundheit, dann würde man diese Klappe offen halten. Ja?
Es gibt natürlich Kunden, die sagen, das mache ich trotzdem. Das ist aber dann das Kundenproblem, aber ich empfehle es nicht. Ja. Das ist ein Sicherheitsthema auch. Und darum sagen wir, die beste Art der Montage ist über diesen Tankgeber. Das werden wir heute auch noch sehen. Also der Tankgeber ist dieser Schwimmer, der dann anzeigt, wie voll der Tank ist. Und im Idealfall liegt er hier dann am Boden. Die Frage ist, wie bekomme ich das Ding darunter? Ja. Und die eine Methode ist eben über diese Tankgeberöffnung und die ist auch von uns die empfohlene Methode. Das schaut also bei den vielen Autos so aus, dass im Rücksitzbank habe ich so eine Öffnung und da sitzt dieser Tankgeber und wenn ich das aufmache, was wir hier dann auch machen werden, dann sehe ich direkt am Tankboden runter und auf den tiefsten Punkt vom Tank. Ja. Wir sehen dann auch moderne Tanks schon interessant aus. Und das ist eigentlich dann beim PKW die beste Stelle. Entweder komme ich hier über die Rücksitzbank rein, oder es gibt auch einen Trick, der diese Klappe überlisten kann. Und das werden wir hier dann auch in der Praxis noch sehen. Wir haben das probiert mit einem Schlauch. Ich persönlich habe einen Waschmaschinenschlauch nicht von der eigenen genommen. Ich habe den gekauft, bitte nicht. Ja. Also nicht abzwicken zu Hause, gibt Stress. Und der hat, weil er 10 Bar Druck aushält, so eine gute Stärke, dass man Druck ausüben kann. Und beim VW zum Beispiel, wenn man reinfährt, so nach 60 cm spürt man den Widerstand von dieser Klappe. Ja, da ist eine Feder drinnen. Und wenn man dann so weit einfährt, bis man die Klappe aufmacht, dann kann man durch den Durchmesser vom Schlauch den Stift reingleiten lassen. Und wenn er nicht ganz reinfallen will, wie bei den alten Kanonen, die man so gestopft hat, oder bei der Pfeife, dann kann ich hier noch nachschieben. Ja, es gibt auch Leute, die blasen dann rein und dann wie Fizipfeil, sagt man in Österreich, wumm, schießt der Stift rein. Aber bitte kein Loch in den Tank reinschießen, nicht zu stark blasen. Ja, also so kriegt man es auch bei neuen Autos rein. Mit der Methode, also alle VW- und Audi-Modelle, kann ich so innerhalb von 10 Sekunden montieren. Ja, das geht sehr schnell. Da kriegt man nicht mehr raus, aber ich sage mal, der soll eh drinnen bleiben. Weil das ist immer das Thema von Kunden, ja, wenn ich das Auto verkaufe. Aber ich muss Ihnen sagen, inzwischen haben wir in Österreich Anzeigen auf den Internetplattformen, wo drinnen steht, verkaufe Auto mit Fuel-Saver. Ja, das ist teilweise schon ein Merkmal, dass der mit eingebaut ist und dann würde ich einfach weiterverkaufen. Ja, weil ich stelle auch immer die Frage, wenn Sie jetzt ein neues Auto kaufen, das Auto A kostet 20.000 Euro. Das ist ja noch ein billiges Auto. Ne? Ja. Und das Auto B kostet 21.000 Euro. Und das Auto B braucht 10% weniger Sprit. Ja? Wenn ich hier eine Umfrage mache, wenn Sie ein neues Auto kaufen, welches Auto kaufen Sie? Und bei den Umfragen kommt nicht 100% raus, aber nahe 100% kaufen die meisten Auto B. Ja? Es ist immer einer dabei, der sagt, ich kaufe A, mir ist Treibstoffverbrauch egal. Aber dann sage ich ja, Sie geben, wenn Sie ein neues Auto kaufen, um 1.000 Euro mehr aus, ja, weil das 10% spart. Ja? Bei uns der Stifter ist viel billiger. Und wenn das die Leute dann sehen und verinnerlichen, ja, dann sagen sie, ah ja, dann kann ich ja drinnen lassen und wieder weiterverkaufen.